Okay. Unsere Verbündeten haben uns verraten. Der Mitternachtsbund ist jetzt unser Feind. Und ich habe es nicht kommen sehen. Abdurak, ihr müsst aufwachen. Ich kann nicht, mein Kind. Diese Ketten binden mich an meinen Albtraum. Aber es ist immer noch mein Traum. Und daher weiß ich, dass ein Mitglied des Mitternachtsbundes dort draußen den Schlüssel zu meinen Ketten hat. Erschlagt sie, bis ihr ihn findet. Zeigt weder Furcht noch Gnade. Es sind nur Traumgeister. Sie sind also nicht real? In diesem Traumzustand sind nur wir beide real. Und nur bei mir bin ich mir da sicher. Okay. Dann träumt mich bitte nicht weg. Nicht gut. Nicht gut, nicht gut, nicht gut. Es sieht nach einem Massaker aus, halber. Okay. Okay, jetzt bin ich, glaube ich, eins zu weit rausgegangen, oder? Ja. Warte mal. Gefängnis im Schlaf. Ah, hier. Albtraumbrigant. Jetzt bist du dran. So. Wir hatten nur Ektoplasma. Müssen wir noch eins suchen? Ich bin gerade leicht verwirrt, was ich machen soll. Umfeld der Abtei der Ausgestoßenen. Ich glaube, da bin ich wieder zu weit, oder? Ehe. Ah, Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Das ist jetzt irgendwie blöd. Ich check nicht wirklich, was ich machen soll. Ah, da haben wir einen Albtraumstürmer. So. Okay, da habe ich jetzt nichts gesehen. Da ist auch niemand. Wo halt so verdammt ist der Richtige? Ah, da legt sich jemand in die Treppe rein. Lesen wir mal. Banditen haben Feuer auf den Feldern gelegt, um die Gasthüte abzulenken. Während die Hüte draußen waren um die Brände. Durek ist ein Traum gefangen, in diesem Traum lauern Verräter in der Abtei. Durek braucht einen Schlüssel, um sich von seinen Ketten zu befreien. Eine der Traumschurken in der Abtei der Ausgestoßenen hatten bei sich. Wenn ich nur genügend von ihnen töte, werde ich einen Schlüssel schon irgendwie finden. Und jo, das sind ja einige. Wo die jetzt alle auftauchen. Egal, ich werde sie töten. So. Leuchtender Schlüssel, das ist doch mal was Feins. So, tschüss, Leute. Ich bin jetzt drin. Darf ich jetzt nicht rein? Mein Leben war eigentlich gar nicht weg. So. Und jetzt will ich bitte rein. Komm, lasst mich rein. Das war jetzt ein schöner großer Leck für mich, den ich nicht mag. So. Habt ihr den Schlüssel gefunden? Ja, hier ist er. Sobald ich diese Ketten abgestreift habe, werden wir beide aufwachen. Sprecht in der Wachenwelt noch einmal mit mir.
Natürlich. Ich habe nichts Unrechtes getan. Ohne euch wäre ich immer noch in diesem Traum gefangen. Jetzt müssen wir zusammenarbeiten, um diese Gefahr für Sturmhafen aufzuhalten. Erzählt mir von der Gefahr. Ihr habt meinen Traum gesehen. Ganz offensichtlich steckt Verminas Kult, die überirdischen Träumer, hinter diesem Verrat durch den Mitternachtsbund. Es waren zwar die Gesetzlosen des Bundes, die die Traumscherbe gestohlen haben, aber ich fürchte, der Raub dient Verminas üblen Zwecken. Wir müssen sie zurückholen. Ich freue mich nicht darauf, den König darüber zu informieren, aber er muss es so schnell wie möglich erfahren. Er wird nicht erfreut sein. Warum wird der König verärgert sein? Ich glaube, ich weiß es schon. König Emmerich muss erfahren, dass wir ohne die Traumscherbe nicht in der Lage sein werden, ihn weiter mit den traumlosen Tränken zu versorgen, die ihn gegen die überirdischen Träumer schützen. Seine Majestät wird denjenigen vielleicht belohnen, der ihm hiervon berichtet. Würdet ihr das tun? Ich werde dem König die Neuigkeiten überbringen. Sucht den König im Wegesruh auf und überbringt ihm die Neuigkeiten. Er muss es schnellstmöglich erfahren. Wenn also der Mitternachtsbund jetzt die Traumscherbe dann hat... Dann müssen wir den Mitternachtsbund finden. Das stimmt. Aber noch nicht. Der Angriff auf die Abtei diente keinem anderen Zweck, als in den Besitz der Traumscherbe zu gelangen. Und ihr Zweck wiederum ist es, als Verteidigung gegen die überirdischen Träumer zu dienen. Ihr glaubt also, dass die überirdischen Träumer hinter den Angriff des Mitternachtsbundes stecken? Ja. Was heißt... dass diese Kultisten etwas planen. Etwas Großes. König Emmerich muss gewarnt werden. Das ist jetzt am dringlichsten. Okay. Na, dann habe ich ja schon mal jetzt einen schnelleren Grund, nach Wegesruh zu gehen, als nur die Gildenmeisterin sieht, alle Farben zu sehen. Gut. Ist ja auch nicht mehr weit entfernt. Dann gehen wir jetzt mal nach Wegesruh. Also irgendwie leckt das hier böse für mich gerade. So. Essenzrune. Haben wir auch nicht viel davon. Gut, dann mache ich mich wieder auf den Weg. Am Putzu kann ich ja meinen kleinen Scampi. Bruder Perry? Es war eine Falle. Sie wussten, dass wir kommen würden. Ah, er liegt hier. Falls ich einen Scampi sehe, töte ich ihn mal schnell. Zwei Köpfe brauche ich ja noch. Und da ist wie ein Holz. Holz muss gefällt werden. Die Cumberlandwacht entdeckt. Okay. Was ist denn das jetzt? Baumwolle. Bestimmt auch nett. Ach man, mein Inventar ist voll. So. Wir stoßen hier wirklich über alle möglichen Quests. Ihr seht ziemlich gefährlich aus. Betrachtet euch selbst als angeheuert. Hier gibt es Goblins zu töten. Warum soll ich sie für euch töten? Weil die Goblins meine Leute getötet haben. Bis auf den letzten Mann. Dafür müssen die Goblins büßen. Ich will ihre Köpfe. Und wo ihr schon dabei seid, verbrennt auch ihre Reviermarkierungen. Die Wacht wird niemals ihnen gehören. Nicht solange ich noch atme. Reviermarkierungen? Ja, habt ihr was an den Ohren? Reviermarkierungen. Sie verwenden sie, um ihr Revier zu markieren. Die Goblins haben sie am Nordturm, am Südturm und am Osttor aufgestellt. Ich werde hier bleiben und dieses Tor bewachen. In Ordnung, ich werde die Markierungen verbrennen. Nun, macht weiter! Warum haben die Goblins die Wacht angegriffen? Ah, sie sind wie Heuschrecken. Ab und an schwärmen sie eben einfach aus. Aber diesmal ist es schlimmer als sonst. Es ist das erste Mal, dass sie die Tore durchbrochen haben.
Warum haben sie angegriffen? Oh, ich bin nicht sicher. Ich weiß es nicht. Aber wenn das hier vorbei ist, sollten wir sie ein für alle Mal erledigen. Den ganzen Stamm auslöschen. So sehe ich das. Okay. Aber erstmal gehe ich weiter. Weg ist Ruhe. Wichtig. Wow, das ist meine kleine Ader. Aber reichlich. So, bin ich jetzt in Wegesruhe angekommen? Und noch eine Quest. Ja, kann man alles Mögliche mitnehmen. Und noch eine Quest. Wenn die Droik wieder angreifen, sind wir werden angegriffen. Beruhigt euch, was geht hier vor sich? Wir erhielten Nachricht, dass Droik das Droik-Seitviertel angreifen. Feldwebel Stegini führte uns aus Wegesruh hierher, um der Sache nachzuforschen. Wir stießen auf Droik, die Bürger hier angriffen und Bürger, die sich dagegen zur Wehr setzten. Der reinste Wahnsinn. Ich werde mit dem Feldwebel reden. Ah, das ist Droik-Seit hier dann. Ah, und jetzt sind wir... Ja, begonnen die Droik-Gefahr. Sie haben ihn geholt. Sie haben meinen Mann verschleppt. Er hat nur versucht, unsere Häuser zu verteidigen, aber die Droik haben ihn verschleppt. Bitte, Fremder, könnt ihr helfen? Beruhigt euch, wer hat wen mitgenommen? Droik. Sie haben uns aus dem Nichts angegriffen. Mein Mann hat versucht, sich zu wehren. Diese Dinger haben ihn verwundet und dann verschleppt. Verschleppt? Wohin? Zu ihren Brutplätzen. Akadü könnte noch am Leben sein. Ich werde ihn finden. Mögen die Acht euch für eure Hilfe segnen. Bitte findet meinen Akadü. Woher sind die Droik gekommen? Ihre Brutplätze sind in der Nähe, aber sie haben uns bisher noch nie Probleme bereitet. Aus irgendeinem Grund kamen die Droik in die Stadt, um Ärger zu stiften, und die Leute haben sich gegen sie gewehrt. Einige wurden getötet, andere verschleppt. Es ist so furchtbar. Was ist hier geschehen? Fang ganz am Anfang an. Die Droik sind mit klackenden Scheren nach Droikseid gelaufen und haben die Leute angegriffen. Es war fürchterlich. Mein Mann Akadü hat zusammen mit ein paar anderen versucht, Widerstand zu leisten. Sind die Wachen vom Wegesruh denn nicht gekommen, um euch zu helfen? Feldwebel Stegine kam mit ein paar Wachen. Er ist ein guter Mann, aber es waren vier von ihnen gegen all diese Droik. Dieses Land gehört Baron Sorik. Wir haben um weitere Wachen gebettelt, aber er meint, die Droik würden auch wieder von allein verschwinden. Stört ihn das alles etwa gar nicht? Anscheinend nicht. So, sprich mit Feldwebel Stegine. Das ist die Gildenmeisterin und... Ah, hier, Großkönig Emmerich. Da ist das. Also, da ist wieder die Verlaufgefahr hoch für mich. Muss ich aufpassen. Okay. Ich bin in der Stadt. Es gibt Gegner. Das gefällt mir gerade gar nicht. Ich werde heute mal schön weit außen rumlaufen. Ach, außenrum ist auch gefährlich. Nichts zum Abbauen. Ach, Mann. Wieso müsst ihr es so blöd machen? So. Okay. Da war niemand drin. Okay. Ich muss jetzt aber trotzdem weiter. Ich muss Herzog waren. Oder König? König? Ja, Großkönig Emmerich. Weder Herzog noch König, sondern Großkönig. Ah, in den Mauern braucht anscheinend mich auch jemand. Wo man nicht alles helfen müssen. Gut. Nun. Da würde ich sagen, willkommen in Stadt des Verirrens in der nächsten. Und wenn wir da lang gehen, dann hier einmal fast außen rum, müsste das doch gehen. Diese haben bei der Mühle geholfen. Das überrascht mich wirklich. Okay. Sprecht leise. Die Orgie der letzten Nacht hat sich heute im Schmerz. Okay, da können wir hier rein und schnell zum König.
Ah, ihr kommt aus der Abtei der Ausgestoßenen, oder? Haltet euch nicht mit schlechten Nachrichten zurück. Ich erwarte bereits das Schlimmste. Die Traumschärpe wurde vom Mitternachtsbund gestohlen. Nicht? Ich habe Gerüchte über Chaos in der Abtei gehört, aber ich hatte gehofft, sie könnten nicht wahr sein. Der Mitternachtsbund war bisher wirklich nie ein Problem. Zugegeben, manchmal versuchen sie sich an ein bisschen Schmuggel und Glücksspiel, aber sowas, das ergibt einfach keinen Sinn. Was denkt ihr, was wir tun sollten? Gut, wir müssen direkt an die Quelle. Der Mitternachtsbund tut nichts ohne die Zustimmung des Grafen Hosni Ad-Tura. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er dahinter steckt, aber man kann sich nie sicher sein. Hosni hat ein ummauertes Anwesen an der Küste westlich von hier. Wie komme ich hinein? Es ist merkwürdig genug, dass der Mann offenbar genau diese Zeit gewählt hat, um seine Verlobung zu feiern. Und wie der Zufall es so will, habe ich eine Einladung, die ich nicht verwenden werde. Geht an meiner Stelle und sprecht mit Hosni. Findet heraus, was er über die Traumscherbe weiß. Das werde ich tun. So, damit beende ich jetzt auch einen Part und wir werden das nächste Mal rausfinden, was es damit auf sich hat. Ah, im Moment sind alle, ja, gelb. Und, ja. Kann ich nur sagen, wenn euch das Projekt gefallen hat, könnt ihr einen Daumen nach oben geben. Wenn ihr Verbesserungsvorschläge habt, könnt ihr Kommentare schreiben. Und wenn ihr es überhaupt nicht mögt, einen Daumen nach unten, was ich aber schade finden würde. Bis dahin, Leute, habt einen schönen Tag, habt eine schöne Zeit und tschüss.